In tiefer Nacht trifft uns die Kunde, der Lauf des Morgensterns beginnt, ein Menschensohn ist uns geboren, Gott wird uns retten, heißt das Kind. Tut auf das Herz, glaubt euren Augen, vertraut euch dem Geschauten an, denn Gottes Wort stieg aus der Höhe und ist uns menschlich zugetan. So, liebe Schwestern und Brüder, haben wir am Beginn der Heiligen Nacht in der Nachtwache die Worte eines zeitgenössischen Dichters gesungen. Das sind schöne Worte. Aber sind sie vielleicht zu schön? Sind sie vielleicht zu schön wie die Worte, die wir jetzt hören, die ganze Zeit in allen möglichen Medien, wenn wir sagen, wir feiern das Fest der Liebe und des Friedens? Aber vielleicht fragen Sie sich, das klingt wunderbar. Und vielleicht finden wir wenigstens in der Heiligen Nacht, vielleicht in der Stunde in der Kirche oder irgendwo unterm Christbaum oder sei es, wenn ich die Bettdecke über den Kopf ziehe, einen Moment der Liebe und des Friedens. Aber ansonsten ist damit ziemlich Fehlanzeige. Was ist mit Liebe und Frieden? Was ist mit diesem Kind, das heißt Jesus in der lateinischen Form, Jehoshua, Gott schafft Heil, Gott bringt Rettung. Ja, wie denn und wo denn? In dieser unheilvollen Welt. Es gibt vielleicht einen Weg, den uns auch die Texte der Liturgie weisen. Auch das haben wir am Beginn beim Anbruch der Heiligen Nacht gebetet und gesungen hier in dieser Kirche. Es ist ein uralter Text aus der ostkirchlichen Tradition, der sagt, Licht ist der Erde entsprossen, lasst uns die Finsternis verlassen, unser Fürsprecher steigt vom Himmel. Der Retter der Welt will erscheinen, der Arzt naht den Kranken, lasst uns ihm unsere Wunden zeigen. Ich finde, hier liegt etwas ganz Großartiges als Weg verborgen, das wir schnell vergessen, wenn wir Weihnachten wirklich nur schnell etikettieren als Fest der Liebe und des Friedens, damit wir ab spätestens morgen Nachmittag wieder im Unfrieden leben können und uns unseren diversen Ausbrüchen hingeben. Da ist dann nichts mehr mit Liebe. Das wird dann alles entsorgt, so schnell wie der Christbaum. Das war's dann. Nächstes Jahr der gleiche Stress ab dem ersten Advent und dann endlich ist Weihnachten, tiefes Durchatmen und Schluss. Wenn wir es nicht so etikettieren, wenn wir es nicht als Fest der Verdrängung, damit wir für einige Momente vielleicht eine schöne Stimmung haben und das war's dann, sondern wenn wir wirklich die Weihnacht, den Segen dieser Nacht erfahren wollen, was in dieser Nacht geschieht, dann zeigt uns dieser alte Text einen Weg. Der ist vielleicht nicht so einfach, wie wenn wir in die Sprechstunde gehen und wir kriegen ein Rezept, wir gehen zur Apotheke, wir schlucken die Pillen und dann wird ja immer alles gut. Es ist ein bisschen anstrengender. Der Arzt kommt, lasst uns ihm unsere Wunden zeigen. Das ist die Einladung dieser Nacht, sich nicht zu verstecken, nicht zu verdrängen, nicht die Decke über den Kopf zu ziehen, die feierliche Stimmung als Decke, sondern schonungslos ihm ganz ehrlich gegenüberzutreten, all die Lebenslügen auszubreiten, sich von ihm sehen zu lassen und zu sagen, du bist wirklich der Heiland. So sagen wir das mit einem alten Wort. Heil steckt darin, Wohlergehen, die uralte Sehnsucht von Menschen. Wir geben im Moment ein Vermögen dafür aus, um heil und gesund zu sein. Und dann sterben wir natürlich auch gesund, aber wir sind trotzdem tot. Heilung, liebe Schwestern und Brüder, meint etwas anderes. Meint doch, dass wir so gesehen sind, wie wir wirklich existieren, wie wir sind. Wonach wir uns sehnen. Das ist die Botschaft dieser Nacht.
Das ist der Weg, zu dem wir eingeladen sind. Und dieser Weg beginnt, wie es der zeitgenössische Text sagt, mit dem Staunen. Es wird immer so viel geschrieben, ob von Journalisten oder von Theologen, was das alles mit Weihnacht ist, das ist irgendwie spät erfunden und der Lukas hat dann auch irgendetwas getextet und das ist dann irgendwie so eine Art von Legende. Warum belasten wir uns mit diesem Schrott? Ich meine nicht, dass wir unser Hirn ausschalten sollen. Der liebe Gott hat es uns nicht gegeben, damit es nicht in den Hals reinregnet, sondern dass wir es nutzen. Wir müssen uns mit unserer Vernunft nicht verstecken, im Gegenteil. Wir sollen die Dinge bedenken, die wir hören, aber wir müssen auch nicht jedem Buchstaben und jedem Wort misstrauen. Vertraut euch dem Geschauten an. Das Erste ist vielleicht, dass wir uns dieser Weihnachtsbotschaft oder der Schönheit der Stimmung, der schönen Krippe, dieses schönen Kindes, das wir da zu sehen bekommen, nicht schämen und sagen, ach ja, Gott, das gehört eben zur Decke über den Kopf. Das ist ein bisschen Weihnachtskitsch und dann war es das. Wenn wir der Botschaft ernsthaft zuhören, hat das nichts mit Kitsch zu tun, sondern sie ist sehr realistisch. Warum wird dieses Kind geboren? Warum kündet der Engel diesen Hirten, diesen zerrissenen Gestalten dort irgendwo am Rand von Bethlehem? Heute ist euch der Retter geboren, der Heiland. Weil diese Welt eben unheil ist, weil sie geheilt werden muss, zeigt ihm eure Wunden. Sagt ihm, man muss es nicht in die Zeitung setzen oder auf Facebook posten, man kann es ihm in aller Stille sagen, mit einem Blick auf die Krippe. Das ist meine tiefe Lebenswunde. Das sind die Verletzungen, die ich mit mir herumschlage. Das sind die Narben, die immer wieder aufbrechen, die manchmal zu bluten beginnen, an denen ich leide, mit denen ich mich niemandem anvertrauen kann. Der Arzt kommt, zeigt ihm eure Wunden. Und dieses Fest lernt uns neu ein, wie mit Kinderaugen zu sehen. Vielleicht haben sie auch, vielleicht nicht nur, aber auch schöne Erinnerungen aus frühen Tagen an dieses Fest, das sich im Moment so sehr ändert. Aber diese Erinnerungen sind etwas Wertvolles. Das Staunen der Kinder und der Kindertage nicht zu verlernen, uns auch dessen nicht zu schämen. Dieses Kind, das dort heute in der Krippe liegt, wird später sagen, wenn ihr nicht werdet wie die Kinder, habt ihr keinen Platz im Reich Gottes. Und er wird geboren, damit dieses Reich wachsen kann. Ein Reich der Liebe und des Friedens, kein Reich der Verdrängung und der Schönfärberei der angestrichenen Fassaden, sondern ein Reich, das er mit uns, mit euch allen, mit uns gemeinsam bauen will, indem wir staunen, hören und ehrlich sind mit uns und mit den anderen. Denn nicht nur wir haben unsere Wunden, jeder und jede für sich, auch der und die neben uns haben sie. Wir dürfen sie ihm zeigen. Und dann beginnt ein Weg. Das ist nicht sofort klack und die Heilung ist da. Aber es ist ein Heilungsweg, der damit beginnt, dass wir ehrlich sind zu uns selber. Weil er sich uns gegenüber, Gott sich uns gegenüber ehrlich gemacht hat. Indem er auf diese Erde kommt, als verletzliches kleines Kind. Und diesen Erdenweg zu Ende geht. Es bleibt nicht bei dieser Idylle, die wir oft daraus gemacht haben, aus dieser ärmlichen Szene am Rand von Bethlehem. Es wird auch ärmlich enden, auf einem Müllplatz vor Jerusalem, wo er gekreuzigt wird und ausblutet und nach Gott ruft mit einem wortlosen Schrei. So lässt sich Gott auf diese Erde ein. So zeigt er in sich selber und sich selber als eine offene, schreiende Wunde. Und das ist das, was wir als Christen glauben, was wir gleich im Glaubensbekenntnis neu sagen. Ja, er, der Gott ist, ist als Mensch geboren, hat wie wir als Mensch gelebt. Er ist in dieser Welt unter die Räder gekommen, man hat ihn aufs Kreuz gelegt, aber das ist nicht das letzte Wort Gottes. Gottes Liebe reißt ihn aus dem Tod,
damit wir, die wir den gleichen Weg gehen, so oder so, in dieses Leben gelangen, in dieses Reich der Liebe und des Friedens, mit unseren Wunden, die dann geheilt werden. Staunen wir, liebe Schwestern und Brüder, in dieser Nacht neu. Der Arzt kommt, zeigen wir ihm unsere Wunden.